Hallihallo. Glückwunsch zum Erstersein, Inki. Aber bevor es dann ja losgeht, kann ich ja noch eben das Format erklären. Da wird jetzt ein Q-Battle gespielt, Puyos Revengers gegen Solhaze. Und das läuft so ab, dass das hier jetzt ein 5 gegen 5 ist. Das heißt, es werden 5 Spieler mit jeweils 3 Stocks reingeschickt, nacheinander. Aber wenn man einen Stock verliert, dann ist der für immer weg. Für das gesamte CB. Und man muss halt auch drin bleiben. Das heißt, wenn jetzt die ersten gegeneinander spielen, einer nimmt 2 Stocks und der andere dem 3, dann muss der, der noch einen Stock hat, drin bleiben. Dann wird die nächste Person reingeschickt. Startet ein neuer Kampf. Die Person mit einem Stock SD zweimal. Damit man nur halt einen Stock hat und es wird halt gekämpft, bis die Person dann draußen ist. Oder die Person ist anders gebaut und 3-Stock die andere Person dann. Da muss noch jemand reingeschickt werden. Und so wird halt weitergemacht, bis es keine Stocks mehr gibt auf einer Seite. Und das ist halt schon ziemlich cool so. Und die streame ich eigentlich öfters CBs. Es gab halt jetzt nur, glaube ich, ein paar oder so ein, zwei Wochen Pause, wo ich das nicht gestreamt habe, weil das immer jemand anderes übernommen hat. Just built different. Genauso. Hallihallo Clashy. Was ich gegessen habe, ist Reis, den restlichen von gestern mit, oh Gott, so Sticks, die ich im, oh, ich weiß nicht, was das ist. Das war irgendwas auf Sonnenblumenbasis, panierte irgendwas. Mit süß-saurer Soße, das war sehr nice. Oder war das süß-sauer? Oder war das Sweet Chili? Sweet Chili war es. Ah, süß-sauer war das gestern. So, die Arena ist schon mal offen. 6 JP 85. Kommt in die Zwischenablage. Ich weiß, wer bei PR startet. Ein Wunder, oder? Ich leake nichts. Hoffentlich. Und ich habe jetzt auch ein bisschen mit den Einstellungen in meinem Programm rumgespielt. Mein Hals sieht so ungesund aus. Irgendwas? Irgendwas, was ist beim Tracking wirklich nicht so optimal? Genau, ich hab die Mod einfach deinstalliert, tatsächlich, ich habe die gelöscht.
Okay. Die Leute sind bereit, also gibt's gleich vielleicht einen Starter. Okay. So, dann heißt es Nightmare auf der Seite von PR gegen Chica. Ich habe ein H vergessen zu schreiben. Auf der Seite von Solhaze. Nur leider vergessen, wen Chica spielt. Aber vielleicht ja Chic, das wäre lustig. Also es wäre sehr passend. Und Chica darf als erstes bannen. Und wir haben halt eine Competitive Stage List hier für dieses Format und dann bannen die jetzt erstmal Stages, um sich auf eine Starter Stage zu einigen. Das sind Final Destination, Battlefield, Pokémon Stadium 2, Smashville oder Town and City. Wir haben Town and City, Battlefield und Smashville gebannt, das heißt, wir gehen auf FD oder Pokémon Stadium 2. Wo ist der Sinn? Bestimmte Stages sind für bestimmte Charaktere besser. Das heißt, du möchtest, wenn du picken darfst, dann möchtest du in der Regel eine Stage picken, die besser für dich ist. Als für den Gegner. Und, okay. Lucina. Gegen Kirby, das ist natürlich ein unangenehmes Matchup. So. Ah ne, Bowser ist ziemlich gut auf Platform-Stages. Und sie legen direkt mit Fuzzis los. Es ist Shenhei aus Genshin Impact, glaube ich. Spiel das nicht. Ist nur installiert, weil ich die Mod nice finde. Ah ne, Quatsch, das ist Marv auch. Fällt mir gerade auf, das ist gar nicht Lucina. Ich Dummerchen. Ist ja ein Unterschied, weil Marv die Tippe hat. Aber bisher sieht es ganz gut für Nightmare aus. Und das, obwohl er Kirby spielt. Oh, schön. Ja, die Recovery von Marcina zu erwischen ist echt eine ziemlich große Herausforderung. Oh, schöne Dash Attack. Ja, gut high recovered. Nightmare wollte es catchen, aber die Mobility von Kirby ist einfach nicht gut genug dafür. Schöner Trade. Oh, eine Back Out of Shield hätte jetzt gesessen. Aber es ist eine Fair rausgekommen. Der Upthrow war interessant bei den Prozenten. Wobei, ja, Kirby hat Probleme zu landen. Das ergibt schon Sinn. Besonders gegen so ein Schwert wie das von Marth. Ja, schöner Versuch. Da kann Kirby noch recovern. Ich dachte kurz, Chica ist dead. Also problemlos noch zurückgekommen. Mit Tipper. Oh, Regrab. Ganz voll. Oh, schöner Attack. Ich dachte, das wäre es gewesen für Chica. Da ist der erste Stock.
Aber der Tech war wichtig. Und direkt mit einem Tipper-Up-Tilt zurückgeholt. Ein paar schöne Up-Tilts. Das ist insgesamt, also jede Crew hat 15 Stocks, jeder Spieler aber nur 3. Das heißt, es gibt 5 Spieler auf jeder Seite. Oh, und das... Ich habe kurz weggeguckt und Nightmare hat einfach den nächsten Stock verloren. Die Smash Attack war sehr optimistisch. Ah, die Combo gedroppt. Und der Konter war immer noch aktiv. Der ist wirklich viel länger aktiv, als man denkt. Aber... Oh, die Recovery einfach mit einem Tipper F-Smash abgefangen. Das war sehr krank. Hat Chica richtig gut gemacht. Aber ja. Damit ist Solhaze jetzt 2 Stocks im Vorsprung. War ein wirklich schöner Finisher. Hallihallo Todd. Was geht? Ja, boah, Mods sind auch so nice. Ich glaube, ohne Mods hätte ich jetzt auch nicht so diese krasse Motivation zum Smash spielen. Weil man einfach so viele coole Sachen haben kann. Gott, irgendwas ist an meinem Avatar falsch. Das sieht so aus, als hätte ich mir meinen Nacken gebrochen. Ah, vielleicht die Einstellung. Vielleicht ist die das. Muss ja wegen der Kamera ein bisschen rumprobieren. Aha, okay. Out of bounds. Okay, jetzt hat die das Tracking verloren. Oh Gott, ich bin schon wieder umgefallen. Ja, ich dachte, genau das könnte ich damit beheben. Aber geht wohl nicht. Aber solange die hier noch überlegen, wer als nächstes rangeht, kann ich ja einfach mal machen. Wow. Okay, jetzt geht's wieder. Boah, etwas trinken, das ist ja eine exzellente Idee. Mal gucken, ob ich jetzt wieder so sterbe. Ja, genau. Also beziehungsweise du brauchst nur einen SD-Kartenleser. Avatar ist fucking dead. Schon wieder tot. Ich hatte eben leider nicht so die Zeit, viel rumzuprobieren. Von dir eines dieser Teams. Ich bin Mitglied bei PR. Das ist ein reiner Mock-Clan. Das heißt, da sind super viele Leute bei, die auch in einer anderen Crew drin sind. Im Unterschied halt zu Ranked Crews. Mock, M-O-C-K. Das halt kein, in Anführungszeichen, echtes Team, was halt kompetitiv spielt. In der Liga, also in der ESCL, in der europäischen Clan-Liga. Da nehmen die nicht teil. Dafür braucht man eine andere Crew. Aber das schließt sich halt nicht aus, halt in einer Crew zu sein, die auf dieser Liga spielt und in Poyos Revengers zu sein.
So, Luki schreibt, das heißt, vielleicht gibt's den die nächste Spieler ein. Ja, ich bin auch super gerne in PR. Das sind einfach tolle Leute. Und man lernt halt so auch echt viele Leute kennen, die Smash spielen. Okay, unser nächster Spieler taucht nicht auf. Wenn die Person dann in 2 Minuten nicht da ist, dann wird jemand anders gepickt. Ja, das ist doch ein Anfang, Inki. Jeder fängt mal klein an. Und Clashy geht rein. Unser lieber Clashy. Ja, ein Clan ist ja basically nichts anderes in einem Videospiel als ein Zusammenschluss von irgendwelchen Leuten. Von daher passt das doch. Ah, das wäre ein Spoiler, Inki. Das beantworte ich nicht. Patrick! Hallihallo!
Genau. Die sind mit Xenoblade 2 eingeführt worden. Und Clashy geht Bayonetta. Moment mal, das ist ja falsch rum, ja, aber bei mir ist alles supi. Clashy. Oh, ich merke aber, dass es laggt. So ein bisschen. Muss halt Chica entscheiden. Ja, das war jetzt halt basically nur ein Lag-Test. Ja, genau, aber es gab halt Ruckler, das war ja ein bisschen doof. Wir gucken mal, Moment mal, ich gehe mal in den Select Screen zurück. Sind keine aufgefallen. Ah, die waren schon ziemlich stark. Vielleicht sah das im Stream dann nicht so aus. Aber da waren ein paar sehr große Ruckler dabei. Na, Clashy, gucken wir mal, ob Chica damit in Ordnung ist. Wie die Verbindung gerade ist. Replace, okay. Ja, Chica möchte nicht. Das heißt, ich werde einspringen. Oh, ja, tut mir auch noch leid, voll leid, Clashy. Chica möchte, dass du ersetzt wirst und das bin dann in dem Fall ich. Ja, das ist halt das Problem, weil Clashys Verbindung nicht die beste ist. Da kann man dann halt auch leider nichts gegen sagen. Three, two, one,
Match has begun. My will embodied. Parry. Ah, okay, ich habe den Jeff Reset bekommen. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh, ich habe in die falsche Richtung geguckt. Ah, das war nicht so gut. Oh, der Tipp. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Oh, okay, den Tag habe ich verfehlt. Falsche Richtung. Ja, ist reingefallen. Puh. Aber ich habe 2 Stocks verloren. Also ist es gestiegen. Nee, es kann nicht jeder Char Wall Jumps. Ich habe getech Wall Jumped. Ja, Mythra ist jetzt nicht so die Beste im Killen. Moment, ich muss mal ganz kurz in den Discord gehen.
So, da bin ich ja wieder. MVP locker drin. Na, das wäre schön. Könnte ich mir mal wieder gönnen. Aber erstmal muss ich jetzt gegen Metro Retro spielen. Charakter noch unbekannt. Ah, ist schön, dass ihr spielt. Okay, wir gehen auf Smashville. Wenn ich es finde. Ah, da ist es doch. Also falls der Stream dann halt demnächst weg ist, dann könnt ihr weiter über Discord schreiben. Ich habe da ja den Smash-Channel. Okay, wenn das jetzt wirklich DDD ist, dann werde ich härter campen. Das glaubt man gar nicht, wie hart ich campen kann. Härter als alles, was ich bisher gemacht habe. Wo ist denn DDD? Bin ich irgendwie blind? Ah, es ist tatsächlich DDD. Irgendwo bei den Brawl-Charakteren muss der ja sein. König Nickerchen. Stimmt, das ist sein Spitzname, ne? Ach, da ist der doch. Kann ich den übersehen? So. Er hat den besten Crouch im Spiel, da kann man mir nichts anderes sagen. Ein Opening. Wie hat der Gordo mich noch getroffen? Holy shit. Nein, Dash Attack. Oh, nice. Ja, DDD Dash Attack. Holy shit, ey. Boah. Ich verstehe nicht, warum die so heftig ist, dass die Arrow auch einfach so two-framed, aber... Muss man so hinnehmen. Ich hätte einfach härter campen sollen. Und das war halt ein bisschen schade, dass der... Dass der Smash jetzt nicht ausgereicht hat. So, dann gehe ich mal zurück dahin, wo ich hingehöre. Auf die Zuschauerbank. Eine Shinderu mit meinem Nani-Mode. Nice. Das finde ich gut.
Omae wa mou shinderu. Nani? Ah, DDD hatte halt schon so irgendwie die besten Animationen im Spiel mit. Ich habe letztens gemerkt, was der für eine Turnaround-Animation hat, wenn der einfach nur geht. Der dreht, der hält seinen Hammer so zu Boden und dreht sich so um den. Das sieht so clean aus. Und halt der Crouch. Und der Down-Tilt. Das ist einfach so nice. Kennst du gar nicht? Muss ich gleich mal zeigen, wenn ich daran denke. Schön, dass sie den Fokus auf wichtigere Dinge als Input-Delay gelegt haben. Ja, nee. Also den Netcode schreiben ja andere Leute als die, die die Animationen machen. Von daher kann man denen das ja nicht so vorwerfen. Das fand ich... Boah, bei welchem Spiel war das denn? Bei irgend so einem Spiel, wo... Ich glaube, 4 Leute zusammen gegen ein Monster gespielt haben, was welches aber auch von einem Spieler kontrolliert wurde. Da kam halt... Kam halt als Day One DLC halt so ein Skin Pack raus. Und da haben sich dann alle Leute aufgeregt, dass sie doch lieber hätten mehr Zeit ins Spiel stecken sollen, als in ein Skinpack, aber das Skinpack hat ja basically nur das Art Department alleine gemacht. Die hatten dann ja gar nicht groß zu tun mit ja, Spielbalance und so. Und ein wilder Oma geht als nächstes rein. Kamui meine ich natürlich. Es werden Battlefield Yoshi's Story und Small Battlefield gebannt. Town and City. So. Gute Stage. War mir jetzt nur gerade gegen... Na? Wie heißt er denn? König DDD. Nicht so recht. Weil das Pseudo Final Destination ist, also die Hälfte der Zeit. Und König DDD liebt Final Destination schon sehr. Boah. Downtilt. Oh, Cave Story Musik auch. Das finde ich doch schön. Aber Metro legt direkt stark los, finde ich. Ähnlich wie bei mir. Er lässt Oma gar nicht zum Zug kommen. Oh, das war eine Falle. Aber sehr schön getimte Ledge Roll, um nicht von Dash Attack erwischt zu werden. Und, oh mein Gott, das war noch in der Animation drin, vom Gordo schleudern. Und, ich wollte gerade sagen,
Es sieht vielleicht so aus, als würde Kamui reinkommen ins Spiel. Oh, kein Tag. Und sehr schön angetäuscht auf die Stage zu gehen mit der Up-Beam. Ich wäre voll für den Hard-Read gegangen. Und ja, Metro macht das wirklich gar nicht so übel mit den Traps. Und nimmt sich damit jetzt auch direkt den ersten Stock von Kamui. Oh mein Gott, direkt 45%. Wenn DDD zum Zug kommt, dann frisst man auch ordentlich Schaden. Oh, sehr schöner Downsmash. Reicht natürlich nicht gegen DDD. Dieses Heavyweight. Vor allem, weil die Stage von Tannen City so groß ist und... Ah, ich wollte halt gerade sagen, ja, obwohl die Side Blasts sonst von Town and City so so klein sind, aber bei einer Dash Attack an der Ledge ist das dann natürlich schön. So für DDD zumindest. Boah, da bin ich mal gespannt, ob Kamui es schafft, zurückzukommen. Und jetzt Smash. Nein! Den Weak Hit mit dem Spike erwischt. Glaube ich. Wobei, nee, dann hätte es einen Spike-Sound gegeben und die haben sich beide eingesaugt. So. Jetzt Ledge-Trap-Situation. Da kommt Kamui nicht raus. Oh Gott. Vor allem muss Kamui aufpassen, weil die Dash-Attack an der Ledge jetzt auch wieder töten würde. Oh ja, muss zur Ledge zurückgehen und... Oh, wurde von der Landing-Hitbox einfach vernichtet. Damit holt sich Retro einfach den 3-Stock. Glaube, dieser DDD ist ziemlich cracked. Der hat das Smartphone fallen lassen. Was für ein Vergleich. Ich habe die besten Vergleiche und so. Aber man ist von mir doch auch nichts anderes gewohnt. Damit verscheuche ich dann alle Viewer. Ihh, schlechte Witze. Ja, Metro auf dem besten Weg, sich jetzt MVP zu holen. Duffy, danke für den Headpad. Oh. Headpads von Imoto-chan, immer die besten. Mal gespannt, ich muss mal kurz im Roster nachgucken. Wen wir noch haben. Oha. Sehe ich da richtig? Mein Lieblings-Richie ist einfach reingegangen, nämlich Richie. Moment mal, das war... Meine Lieblings-Rosaluma ist reingegangen, nämlich Richie. Was laber ich da? Dankeschön für deinen Prime-Sub, Safi. Sehr lieb von dir, dankeschön. Und danke für den Headpad, Todd. Ah, ich liebe Headpads. Ich dachte gerade so, als Richie in die Arena gegangen ist, bevor er announced wurde, hat er sich da reingegaunert? Kann das sein? Nee, der spielt einfach. Und ich trinke vorsichtig etwas, damit mein Avatar nicht ausrastet. Aha, ist das die illegale Trinktechnik, mit der es doch funktioniert? Oh mein Gott, ich glaube schon. Ich muss einfach seitwärts trinken, so mich etwas zur Seite drehen und dann runter damit. Mit dem schönen Tee.
Richie gaunert nie. Stimmt, es ist Richie Never Gauner. Der macht mich aber zur Gaunerin. Dark G-Tama, wie man mich auch nennt. Moment mal, ich muss natürlich den richtigen Skin für ihn festlegen. Den pinken. Auch wenn der basically alle Skins spielt. Wir gehen auf P, S, 2. Dann können wir direkt ein bisschen Final Fantasy 7 spielen, wenn wir schon mal auf PS2 sind. Wenn wir die schon da haben. Er nimmt auch die Pinke. Das ist doch wundervoll. So, unsere Hoffnung, Richie. Clashys Internet ist tot. Uff, armer Clashy. Moment, war Final Fantasy 7 wirklich für die PS1? Habe ich einfach keine Ahnung, wovon ich rede? Und? Oh? Metro legt direkt gut los. Gönnt sich die 66% Führung. Da muss Richie jetzt ja reinkommen. Das war wirklich für die PS1. Ach du heilige Scheiße. Ja gut, ich habe es auch nie gespielt. Von daher habe ich gar keine Ahnung. Ich wollte nur irgendwas Lustiges sagen. Ah, da ist Richie wieder drin. Ah, ich bin mir nicht sicher. Richie braucht, glaube ich, einfach nur den Download. Der ist echt gut da drin. Der hat Top-Level-Reads. Die Ausführung ist halt nicht Top-Level, aber die ist trotzdem ziemlich gut. Ich habe nur Final Fantasy 14 gespielt. Please don't hate. Oh, er geht für den Spike. Und Metro holt sich den ersten Stock. Na, das wird schwierig. Vor allem gerade mal nicht mal 60% genommen. Da muss Richie jetzt sehr loslegen. Und Metro ist rausgefallen. Downtilted. Bis ans Ende der Stage. Noch mehr Downtilts. Boah. Hier sind gerade Metros Gameplan. Einfach Gordo und Downtilt. Oh mein Gott. Das war das perfekte Get-Up. Ich hätte nicht gedacht, dass da eine Lücke ist und damit holt sich Richie jetzt den ersten Stock. Zwar 70% Defizit, aber es ist machbar. Ja, schöner Juggle. Oh nein, der Uptilt tötet fast die... Aber... Ah, ich weiß nicht, wenn man die richtig SD-Eyed und D-Eyed hätte, dann hätte das vielleicht nicht gereicht, aber... Oh mein Gott, es hätte doch gereicht. Ja, und damit verliert Richie den zweiten Stock. 2-1 einfach. Oh mein Gott. Und es ist direkt wieder prozentual ausgeglichen. Ja, sag ich, und Metro nimmt 50%. Oh, das ist so gefährlich. Das macht Metro wirklich, wirklich gut. Und Verbindungsabbruch. Okay. Ich wurde wahrscheinlich aus dem Spectate geschmissen. Ja, die kämpfen weiter.
Ja, aber. Oh mein Gott, das ist spannend. Sie starren einander an. Ich sollte einfach für solche Perioden mir das Skript von Pokémon Stadium, Pokémon Stadium 2 passend zur Stage, ich weiß, ausdrucken und diese Phrasen dann vorlesen. Die sind halt schon insane. Oh mein Gott, das ging schnell. Ich glaube, Richie wurde rasiert. Drei, zwei für Richie. Uiuiui. Gibt sogar auf YouTube den Zusammenschnitt mit allen Sprüchen. Oh, das kann sein. Na gut, dann Metro Retro raus. Richie auf einem Stock. Jojo. Moment mal, ich kann jetzt auch in den Selection Screen gehen. Skwin, Uwu. Uwu. Puyo. Puyo, Uwu. Um das mal zu kombinieren. Das tödliche Mix-up. Mein Rheinländisch ist fast wieder herausgebrochen. Du hast Langeweile. Was ist los? Will sich niemand mit dir beschäftigen? Nein, nein, puh, das klingt so weird. Wobei das klingt wie etwas, was ich sagen würde. Moment mal, das ist literally etwas, was ich manchmal sage. Oh Gott, was habe ich getan? Joker. So, das wird jetzt interessant. Richie mit einem Stock gegen Jojo mit ganzen dreien und mit Joker, no less. Dachte, SD ist erst am Ende, wobei ja die kleine Gorge macht wohl nicht so viel aus. Aber naja. Oh, boah, da legt Richie aber direkt los. Gekontert. Ja, weil das wohl offensichtlich war, dass Richie dafür geht. Aber er nimmt sich trotzdem den Stock mit einer Down Air. Wenn die Bär schon nicht funktioniert. Oh. Ja, da sieht man auch direkt, dass Richie auf das Matchup viel besser klarkommt. Oh Gott, nochmal gekontert. Diese Konter machen mir so viel Angst, weil der von Joker richtig cracked ist. So, Ledge Trap, aber Luma gönnt sich da einfach die Counter Ledge Trap. Oh, und das war noch nicht der Stock. Okay, wir sehen den Richie. Das heißt Run-Up, Up Smash und dann nochmal Up Smash. Oh ja, das ist sehr Richie. Muss er jetzt natürlich aufpassen, das nicht on Shield zu machen. Aber es ist so raw, aber es funktioniert trotzdem.
Da bin ich mal gespannt. 128% auf Richie. Ob er sich den Stock irgendwie holen kann. Oh, schwierig. Jetzt eine Back-Air wäre tödlich. Er müsste halt jetzt, um das schnell zu beenden, das reicht, einfach eine Down-Air sehr gut platzieren. Das, nee, das war's. Du bist gejinxt. Aber sauber geholt, gespielt von Richie. Er hat sich so immerhin, ich glaube, er ist 5 Stocks geholt. Und das lässt sich doch sehen. Und als nächstes Moment. Als nächstes kommt unser zweiter Notfallanker, Blue, rein. Ich denke mal mit Sonic. Für was anderes kenne ich ihn auch gar nicht. Richie hat halt jetzt stark vorgelegt. Und Blue muss es finishen, wenn PR da noch eine Chance haben möchte. Wir gehen wieder auf PS2. Old but good. Jetzt wird die Joker SD-Regel eintreten, denke ich, dass Joker halt erst am Ende SD't, weil er sonst halt Rebellion Gorge bekommt. Jojo, hallöchen Jan. Wie geht's dir? Wer ist Joker? Hier dieser eine da aus Batman, das kennst du vielleicht. Na, Richie, mach dich nicht fertig, du hast gut gespielt. Und dieser DDD war halt wirklich krass, ich bin da ja auch basically nicht rangekommen. Und hallo Yahe, auch. Ach stimmt, du warst ja länger nicht hier, Jan, ne? Hoffe, es ist dir gut ergangen. Irgendwo habe ich dich in einem Stream letztens auch gesehen. Oh, schön. Ja, Blue holt sich die Prozent, aber jetzt wird er gegen Prozente. Oh, oh mein Gott, ich bin so dumm. Es tut mir so leid, ey. Das war klar, dass das mal wieder passiert. Ja gut, aber... Ihr habt nicht so viel verpasst. Es waren nur ein paar Sonic-Kombos. Und Joker-Kombos. Oh, das war's. Kein Sprung mehr. Und damit holt sich Taz den Stock. Jojo fliegt raus. Jojo. Das Jojo eben hat... Jojo hat mich eben auseinandergebracht. Ja. Ich glaube, mein Gehirn fliegt auseinander. Ich guck mal gleich, Safi. Nämlich jetzt. Das sieht voll cool aus. Es ist einfach ein Jojo und nicht ein Jojo. Jojo gemeint. Ja,
die Jojo-Memes sind halt zu stark in mir, weil so oft Leute darüber reden. Hilfe, Memes haben mein Gehirn zersetzt. Und Krumi geht als nächstes. Hoffe, man spricht den Namen so aus. Tuttle-Emotes. Den kenne ich. Und Kiyoshi, danke schön für deinen Follow. Sehr lieb von dir. Freut mich, dass es dir hier gefällt. Kiyoshi, ich glaube, so heißt jemand aus Avatar, oder? Da musste ich jetzt zumindest dann dran denken. Den Prime Sub ging bei ihm rein. Ja, nice. Finde ich gut. Prime Subs sind eine feine Sache. GG. Oh, das ist gut. Ich bräuchte irgendwann auch mal einen GG-Emote. Den siehst du oft in der Mario Speedrun Community. Ah, cool. Ich ahne. Dein Toilettenpapier, wie geil. Kommt aus Avatar. Okay, nice. Ich habe mich richtig erinnert. Könnte ich eigentlich auch mal wieder rewatchen? So eine tolle Serie. Oh, es wird auf FD gegangen. Interessant, FD gegen Sonic picken. Wen könnte Krumi dann spielen? Aber ich weiß, was ich auf jeden Fall schon mal machen kann. Ich kann die hier flippen. Luigi, ah, okay, das ergibt Sinn. Luigi möchte auch keine Plattform haben. Ja, irgendwann werde ich Jojo bestimmt mal gucken. Weil mein Freund mich dazu zwingen wird. Das ist ein. Ja. Ich glaube, Blue tut halt alles dafür, nicht gegriffen zu werden. Mit Shadow the Hedgehog. Boah, das ist ein furchtbares Matchup, aber Blue macht das gut. Der denkt sich, nö, ich lasse Krumi nicht laden, nicht landen. Landen? Gibt's hier nicht, ist ausverkauft. Oh. Ja, der. Ich weiß auch nicht, wie Luigi das spielen soll. Das Missfire. Aber das. Oh. Schöner Ledge Trump. Gut gelandet, um am F-Smash vorbeizukommen. Aber da ist der zweite F-Smash. Wenn es nicht funktioniert, einfach nochmal machen. Shadow mit Sonic Sounds? Nee, eigentlich hat der Shadow Sounds. Oder meinst du die Effekt-Sounds? Boah, dem Trampolin hat das aber gegeben, ey. Boah, Up Smash. Irgendwann connect es vielleicht. Oh mein Gott. Haben sich sehr ähnlich angehört. Ich verstehe. Ah, Blue. Der holt sich die Prozent und das könnte es gewesen sein. Oh, da hat Blue Glück gehabt, dass es nur der Sour Spot war.
Aber jetzt vielleicht. Und nein! Reversed! Das war wundervoll. Ja, aber oh, er greift ihn noch. Ich dachte, es hätte vielleicht schon gereicht. Boah, diese F-Smashes. Da wird gemasht. Aber ja, ich glaube, Krumi wird keine Grab-Combo hinbekommen. Oh, das Trampolin war clever platziert, damit man einfach den Spin-Dash nicht punishen kann. Ich glaube nicht, Jan. Da muss ich an Kazuya denken. Ich glaube, wenn ich ein Fighting-Game spielen würde, dann wäre es Guilty Gear. Aber ja, ich... Blue muss halt einfach nur weiterspielen wie im ersten Stock. Oh. Ja, punishen. Oh mein Gott, die Position ist so schlecht für Krumi. Der Sprung ist weg. Gebodyblockt. Und das ist der Stock. Not even a challenge. Ja, das war richtig sauber gemacht. Einfach. Aua. Die Side B von Luigi mit dem Trampolin zu blocken. Ohne Sprung kommt er dann halt nicht weit. Dann wird SHZ jetzt auf den letzten Spieler reduziert. So wie Peer. Alles noch machbar. Danke für den Headpad. Und aua, mein Kopf. Der Bonk. Bin mal gespannt, wen die noch haben. Vielleicht ja Todd. Ansonsten fällt mir gerade kein Member ein von denen, was ich kenne, so bewusst. Kann ja natürlich runterscrollen. Alle so gay hier. Ja, let's go. Gotta gay. Go. Wie eine Freundin sagt. Nein, aber ja. Alle Sexualitäten sind schön, ne? Du bist Pan, aber egal. Ja, Pan ist auch nice. Ich denke, das bin ich auch, weil ich mache mir irgendwie nicht so viel aus Körpern. Hauptsache alles Regenbogenfarben, ne? Ja, der Charakter zählt am ehesten, weil was will man mit Aussehen anfangen, ne? Wenn der Charakter dann nicht stimmt. Oh, okay. Ich glaube, die haben keine Spieler mehr. Oder, ah ne, Recent One, okay. Eine Person, nicht None. Ich kann nicht lesen. Oh, Chica 2 geht rein. Schreibe ich da auch hinter? Ich habe einfach ein RS dahinter, weil es recent ist. 5-7% Aussehen. Ja, das ist jetzt auch nicht schlimm, ne? Hauptsache, der Charakter macht den Großteil aus. Ich hoffe, Chica spielt jetzt einfach Lucina. Fände ich lustig. Was ist das für ein Geräusch? Da liegt irgendwas auf dem Boden, gegen das ich getreten bin. Kein Lucina hasse ich. Hilfe, wir werden abgehört.
Round Snap? Was ist denn ein Round Snap? Wir gehen nochmal auf FD. Oh mein Gott, mein Avatar stirbt schon wieder. Bitte, bitte beruhige dich, Avatar-Chan. Umgejietet. Ja, ich muss wirklich die... Holy shit, was für ein basierter Move. Das müsst ihr sehen, es ist einfach random. Also trage ich da auch nichts ein. Ist ja das Fragezeichen. Cloud. Oh mein Gott. Zum Glück habe ich den Skin entfernt, sonst wäre gerade das Spiel abgestürzt bei mir. So. Ja dann. Limit chargen als Taunt. Giga Chat. Ja, da muss Chica jetzt reinkommen. Das ist der Start. Oh, schöner Read. Es ist ausgeglichen. Und gleiches Limit am Start. Nach dem nächsten Treffer. Jetzt. Oh. Was kommt jetzt? B-Reverse, Neutral B. Leider nicht getroffen. Sehr schön getimte Up-B. Guter Parry. Wann wieder Overwatch? Boah, ich habe keine Ahnung. Muss mal gucken, wie ich am Wochenende Zeit habe. Das sollte... Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, das sollte Cloud nicht recovern können gegen Sonic, aber er wurde von Sonic recovered. Oder es war die Arroganz von Shadow. Schöner Down Smash. Warum nicht Ido Pro? Boah, ich mag da die Oberfläche überhaupt nicht. Wenn ich Yu-Gi-Oh! Online spiele, dann eher Master Duel oder Dueling Book. Und, da ist der Stock weg von Blue. Es ist ausgeglichen. Oh mein Gott, ich dachte gerade, das wär's gewesen. Zum Limit aufbrauchen gezwungen. Sehr nice. Aber Chica lässt das nicht mit sich machen. Die Prozente kommen. Und wenn das halt so weitergeht, dann wird Blue den Stock verlieren. Diese Dash Dances. Da will jemand einfach nur Spaß haben. Oh, schöner Tag. Ja, das hat Chica drauf. Und... Oh mein Gott, gleiches Limit wieder da. Das muss Blue loswerden. Da ist das Limit. Jetzt eine Side B, wenn die sitzt. Oder eine Up B. Ah, ist noch reingerollt. Die Dash Attack tötet fast. Ah, der nächste Smash und Cloud könnte böse sein. Oder die nächste Dash Attack. Auch wenn die jetzt minimal stale ist, aber die Prozente sind halt trotzdem ausreichend. Down B, Finishing Touch wäre... Das wäre ein Giga-Chat-Moment dann, wenn man damit trifft. Aber das sollte es jetzt gewesen sein. Und... Oh, nein! Er hat Chica gerettet! Chica wäre nicht zurückgekommen. Okay, nee, das war's nicht. Ich glaube, da muss man Limit haben, damit das tötet. Oh, schön Limit aufgebraucht. Down Air hat nicht getötet. Oh, das sieht gar nicht gut aus für Blue. Ja. Oh nein, der Dragdown war da, aber Backthrow tötet. 1-1. Blue basically bei Kill Percent. Muss jetzt richtig aufpassen. Einfach safe spielen. Das war schon ziemlich viel Knockback. Oh mein Gott! Der Up Smash! Der F Smash! Oh, gut recovered von Chica. Das tötet noch nicht. Oh mein Gott! Hör doch auf, so riskant zu spacen!
Oh, die Back-Air wär's gewesen. Oh, nein! Tut mir das nicht an! Tötet das? Ja! Oh mein Gott! Was für ein Nailbiter! Oh! Na dann, Glückwunsch an Soul Haze fürs Gewinnen. Gut gespielt an alle. Boah, mein Herz. Macht es doch nicht so spannend. Und Sheik hat tatsächlich auf Finishing Touch gefischt. Boah, das war sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich weiß auch direkt, wen wir raiden, weil Basti nämlich online ist, glaube ich. Twitch.tv/Zwirklub33. Ich folter euch nicht lange. Und wir machen da einfach. Spielt gerade Viewer Games. Jeder bekommt ein Best of 5, wobei ich nicht weiß, wie lang die Queue ist. Dann gehe ich da doch direkt mal rein. So, dann sage ich Dankeschön fürs Zugucken. Hat wie immer viel Spaß gemacht, das zu kommentieren. Und beruhige mich jetzt erstmal, weil ich nach diesem letzten Stock so viel Adrenalin habe. Das glaube ich gar nicht. Machst nicht mit? Ah, schade. Lohnt sich eigentlich immer so für die Übung. Na gut, ne, dann noch schönen Abend, schönes Wochenende. Vielleicht sehen wir uns am Sonntag. Da gibt es noch ein Crew Battle. Bye, bye.